Wieso geht's jetzt nicht weiter? Megantomic! Mach was! Wahrscheinlich AFK gegangen. Ja, da stand er ewig nur an der Base. Punkte abstauben und nicht spielen wollen. So Ey, eine kann man den nicht auch Möse, irgendwie kicken oder so? weiß nicht, ob das geht. Also hier drin auf jeden Fall nicht. Also wenn du in der Lobby drin bist, bevor das Spiel losgeht, kannst du kicken, ja. Ja, ich kann ja, das ist ja voll dumm, ich kann ja nicht mehr rausgehen jetzt. Doch, ja, jetzt geht's ja wieder, ne? So, was haben wir denn hier? Fallschirm springen, rennen, rennen, Deathmatch. Mal erneuern. Oh, kann man machen. Was auch cool gewesen wäre, wenn sie Surfen mit reingemacht hätten. Und jetzt haben sie so schönen Surfen. Wellengang und alles. Ey, wir wollen ja nun mal nicht zu viel, ja? Doch, alles. Wir wollen Chilltoon die Hawk Welt. noch drin haben. Genau. Das will ich auf Skateboard jeden fahren, Fall. Inliner fahren. Will einen Truck-Simulator haben. Muss ein Feld anlegen, eine Farm bauen. Ja. Hanf züchten. Damit kannst du auch illegale Aktivitäten Angelsimulator, da machen. machst du auch WoW-Spieler glücklich. Oh ja, weil die alle so gerne angeln. Ja, den weißen Hai angeln. In dem Film. Und dann am Ende Und sagen: gibt's den Lächle, du jetzt? Mistkerl. Gibt's den großen jetzt? Ja, also den ganz großen nicht, aber es gibt eine Mission, wo du halt einen weißen Hai am Arsch hast die ganze Zeit. So. Deathmatch oder Rennen, Heißt eine Fallschirmspringen, Mission, Rennen, Luftkampf. Mission. Schlacht Alamedo LTS. Fahrrad verleiht Flügel. Ein Fahrradrennen. Oh, da bin ich dabei. Gib dich Über direkt den auf die Piste. Flughafen. Fahrradfahren erinnert mich Lacht um immer an. Alamo. Ein kleiner Tipp. Nehmt nie das BMX. Warum? Das so Weil langsam ist? das ist extrem langsam. Ich dachte, das macht vielleicht keinen Unterschied, je nachdem, wie du Ausdauer hast, aber das BMX, da kommst du nicht hinterher. Wenn einer das Mountainbike hat, kannst du es nicht vergessen. Ich glaube, mir haben es doch gemacht, Titus, oder? Wo ich dir nicht hinterher kam. Mein Warum dauert das denn Charakter. so lange? Oh, tot! Oh, gleich ist vielleicht Schlacht. Ah, Noch genau. nicht. Boah, ich wollte schon sagen, hat er sich aufgehängt? Nee, es hing nur für eine Sekunde. Ba-ba-bim, bada-bim, bim, bim. Bum 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 brum brum brum. Zwei klasse Fahrräder. Dark. Und hast du deinen Fallschirm im Singleplayer endlich gekriegt? Nö, immer noch nicht bis jetzt. Muss da mal weitermachen. Na, du musst eigentlich nur oben in der Gegend rumfahren. Der ist da oben in diesen Hollywood Hills. Ist da irgendwo der Typ, wo das dann startet, dieser Fremde und Freak. Ach so, das ist so ein Fremde und Freak, das heißt, muss das triggert dann einfach. Ja. Probiere ich mal Ich aus. glaube, das musst du mit Franklin machen. Musst du da oben rumfahren. In der Nähe von diesem Hollywood-Zeichen da. So, was habe ich hier? BMX, Scorcher, Whippet Rennrad, Endurex, Die nehmen das Treecycle. Rennrad. Wenn wir jetzt Just for Fun machen würden, würde ich sagen, gehen wir einfach alle auf zufällig. Und auch ein Rennrad. Was habe ich denn da im Gesicht? Jetzt sehen wir mal Narben. rein. Ja, die Sieht bleiben eher. für eine Zeit lang. Sieht eher aus wie Meine sah Dreck neulich oder aus, so. als ob sie von ihrem Zuhälter erstmal schön durch die Mangel genommen worden ist. Ja, so sieht sie auch aus. Und meine hat sogar so Macken gerade in der Fresse. Meine auch vom Jet fliegen. Ein Verbrennungen. bisschen Rußschwärze. Ja. Ich habe aber auch Ding Gib's geschnuffelt. zu, du hast nur hinten am Abgasstrahl Würstel gegrillt. Welches? Hast dein Würstchen eingehalten. Fahrradfahren! Das Lustige ist ja auch, ne, dass hier L1 und L2 und R2 hier Handbremsen sind, ne? Also Okay. Vorder- und Rückhandbremse.
geht's denn hier lang? Da geht's durch. Ah, oh, was soll denn das? Ey. Ui, das ist aber knapp. Ja, über das Flugzeug. Nee, danke. Wollte ich auch gerade sagen. Ist es mir nicht wert? Oh, scheiße, hat es halt gekostet. Verdammt! Bin ich Vierter. Tidos, wir hatten es vorhin erst. Rampen kosten ja Zeit. Und die müssen so einen Speed-Modus geben oder so. Na, jetzt überholst du mich, ich hab keine Ausdauer mehr. Klingeln sind geil. Zählt dir eigentlich die Ausdauer, die du da gespielt hast? Oh, du hast dich aus dem Fressen gelegt. Zerlegt, ey. Voll mit dem Kopf an den Container geklatscht, ey. Nein, ach verdammt. Ich schaff das noch. Markus ist unfair mit deinem nackten Arsch. Warum? Sollst du dich ja nicht auf meinen Arsch konzentrieren. Und ich bin schon wieder gegen den Container gedutzt. Ey, wir hüpften damit sein BMX in der Gegend rum. Keine Ahnung, das hab ich nicht auch gemerkt, aber ich hab da keine Chance. Treten. Ja, wenn ich die zweimal mich hier nicht im Container angelegt hätte, dann wäre das gut weggegangen. Aber so. Ja, haben wir einmal die Wand. Von einem Eck hängen geblieben. Gibst zu, du wolltest ja nur die architektonische Struktur angucken. Nein, Engel überholt mich da gar nicht. Ich hab keine Ausdauer mehr. Geh weg! Nein! Fahr doch! Er straffelt sich halt ab. Aber lass den Controller ganz nah. 4930. Der will 20. Knapp 3k. Toller blauer Helm. Wo hab ich den eigentlich her? Boah, der Mann hat 8880 bekommen. Fuck. Schon eine Menge. Für ein Fahrradrennen, ja. Wenn du bedenkst, wenn du bei Schießereien draufgehen kannst und hier eigentlich ja nicht, ne? Und dann kriegst du dann nur 1500 in den Arsch geblasen. Aber wie wir halt alle die gleiche Enduro genommen haben. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Fallschirmspringen, oder? Oh, das ist nochmal Fahrradfahren. Vom Berg runter hier auf Mount Hüschel oder wie das Ding heißt. Mount Hüschel! Ach! Falsches Spiel. Ja! So viele Jahre wie um hier. Archimonde töten. Oh mein Gott. Er droppt doch eh nie sein Schwert. Ich wollte das Schwert nie von dem. Das ist auch nicht so schön. Ach du. Lange Eis. Wenn ich dran denke, ne, wo ich das letzte Mal jetzt gespielt hatte, da so im Mai rum, habe ich das erste Mal das Auge von Ragnaros droppen sehen. Und mit was habe ich es gekriegt? Mit meinem dummen Schurken. Ich hab's damals gesehen und ein Paladin hat sich's geschnappt. Ein Heilig-Paladin, wohlgemerkt. Mir hat damals ein Holy-Paladin die Klinge von Azinoth weggeboten. Boah. Ja, wer darauf bist du? 60er Zeit. Mit einem Paladin konnte das tragen? Ja, Zweihand, klar. Klinge von Azinoth, welche Bahn ist nochmal? Ne, die Rache von Azinoth oder? War das das Zweihänder-Katana? Ach, Kalimdors Rache. Kalimdors Rache, genau. Ja, okay. Bei Klinge von Azinoth sind hier Legendary Klingen. Ja, ja. Wieso, Paladin? Also meine Lieblingsklinge war immer noch hier Maladat damals zu 60er Zeiten. Ja, ist klasse. Flugzeuge, Tag zeigt Mittag. Flugzeuge? Ja, er sagt mir Flugzeuge. Okay. Wir dachten ja eigentlich Fahrrad. Wäre doch bestimmt auch mal geil. Ist doch nicht ein Fahrrad. Helikopter? Cool. Ja, mal gucken, ob er beitritt. Na komm, Alex soll seinen Arsch auch reinbewegen.
Nee, erst wenn's Geld da ist. Lappen. Ich hatte gleich zweimal. War das dein Kommentar oder was? Ja, ja. Ach, alle nur im selben Flieger. Ah, die Beschriftung kann man ändern. Urgeil. Ist Wasser. Right, Sprung. Ja, ich auch. Hast du dir mal bei Aktien die Ding durchgelesen, die verschiedenen Firmen? Nee, das habe ich gar nicht genommen. Ey, ich bin gar nicht hier, ich auch. Oh Mann, oh. Ich hab mich schon so gefreut. Bei Pisswasser steht echt dabei, ein bayerisches National. Oh, was? Danke. Nein, nein! In der ersten Kurve. Er drängt mich weg, ach verdammter Wichser. Oh, ich habe ein neues Leben bekommen. Ich dachte schon, was vielleicht liegen ist. Gucken wir mal, ob ich mal wen aufholen kann. Ihr müsst zwar nicht unbedingt durch die Tür. Oh, der fliegt schon wieder in mich rein. Das ist unglaublich. Dieser Sword. Ich konnte den Namen nicht lesen, ey. Was soll denn der Scheiß? Ja, du spawnst gerade hinter mir, wenn du jetzt wieder... Oh, du bist so ein Homo! Alter! So wieder? Er spawnt, weißt du, er blinkt und er geht nicht aus mir raus. Ja, jetzt hat er mein Seitenruder kaputt gemacht. Wie soll ich so denn fliegen, ey? Das ist richtig scheiße, jetzt zu fliegen. Oh Mann, ey. Dämlichste Runde ever. Oh! Du bist da unten, okay. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Das klang so geil. Nein, nein, nein. Boom. Ja, ich muss ehrlich sagen, fliegen kann ich in dem Spiel machen so gar nicht, also mit dem Flugzeugen. No, es geht bei mir, wenn ich mich nicht jemand ständig kaputt fliegen würde. Und ich jetzt wenigstens mein Seitenruder hätte. Ja. Da fliege ich lieber im Battlefield Helikopter, das macht mir noch Spaß. Oh, okay, das ist. Ui, da geht's aber RBA. Ja. Boah. In Battlefield 3 konnte ich auch irgendwie Helikopter fliegen. In 4 habe ich mich irgendwie total dämlich angestellt. Ich mochte das Fliegen im 2er. Das fand ich richtig geil. Da habe ich nicht wenig geflogen. Sag nur eins, Flugzeugträger, Markus. Ja, Flugzeugträger. Wo Tino ist ganz panisch. Ich spring raus. So, endlich wieder ein Seitenruder. Jetzt kann man mal wieder fliegen. Jetzt bin ich, glaube ich, Letzter. Das da hier. Ach, da fliege ich jetzt nicht durch. Hoffentlich muss ich nicht rumdrehen dann. Doch, ich muss rumdrehen. Man kann, oder? Nee, ich glaube, ich kann da unten trotzdem weiter fliegen, oder? Falsche Richtung. Aha. Naja, stürze ich halt ab. Ah, verdammt, Zweiter. So knapp, ey. Oh. Ey, mein Flugzeug liegt ganz auf dem Grund des Flusses. Ich glaube es nicht, wie knapp. Oh, 5000 da. Was hat er für eine Zeit? Was hat er für eine Zeit, verdammt? LOL! Er hat 2 Minuten 34 und 112 und ich hab 348.000. Ey, Grütze fix, ey. Ich glaube, ich bin ewiger Vierter. Schaut euch mal die Zeit an. Ey, ich bin Fünfter. LOL? Achso, du hast Checkpoint verpasst. Ich hab den einen Checkpoint verpasst und dachte, es ist wie bei dem anderen Rennen, wo du halt den nächsten nehmen kannst, weißt du? Und hat aber trotzdem nicht genommen, weil bei dem anderen hast du ja dann nur eine Zeitstrafe. Gibt euch mal die Zeit, ich hätte ihn beinahe noch gehabt, ey. Oh ja, das war knapp. Dieser Sword-Drun, der muss weg, ey. Ja, was haben wir denn hier? Am Flughafen? Schrottplatz, was ist das denn? Das ist Deathmatch oder was, ne? Na, das kannst du meinst, Deathmatch. Können wir auch mal machen. Von mir aus? Bin ich nie so gut. Oder die Villa, Deathmatch. Villa ist schöner die als Villa. Ja, würde ich auch sagen. Ich werde mein Mikro mal muten. Nein, das wollen wir alle mitbekommen auf Hendrix sein YouTube-Kanal. Ah, ja, Arschlecken. Muss er dazu schreiben, wütender Marco Sito. Schon zack, 1 Million Klicks. Oder wütende Katze, das ist am besten. Wütende Katze. Katze funktioniert. Nein, rasierte Muschi und da musst du ein Bild von einer nackten Katze zeigen.
Oh, wir sind nur noch zu dritt. Ach, lol. Ja, guck mal, ob mal random Leute reinkriegen oder wollen wir zu dritt machen. Ist ja eh gegeneinander. Vielleicht ja, mal gehen. Deathmatch. Ja, ist Team Deathmatch. Guck mal, ob du das umschalten kannst auf. Anzahl der Teams nicht. Einzahl der Teams kann man nicht ändern. Obwohl, warte, da. Normal. Ja, genau. Normal. Normal. Man kann jeder gegen jeden machen. Da ja, können wir auch so machen, aber das ist. Naja, Zeitlimit, wenn wir eh nur zu dritt sind, du weißt ja nicht, wie groß die Map ist. Da suchen wir sie vielleicht so schon dumm und dappig. Ja, jetzt 10 Minuten und 25 Kills, das passt schon, denke ich. Okay. Warte das Spiel. Ey, wir könnten auch eine Messerrunde machen. Habt ihr euch alle ein Messer gekauft? Mit Fäusten, ich hab nur einen Hammer. Achso, das kann nur mit mehr Spielern gestartet werden. Also ein, zwei müssen, glaube ich, noch dazu. Ja, kommen. Einer muss noch kommen. 4 bis 6 Spieler ist das. Ja, dann guck halt mal, ob noch einer dazu spawnt. Dass ich nicht einladen kann, ist auch blöd. Ja, dass man so seine eigenen Leute noch mit einladen könnte. Und der Host darf einladen. Naja, sollen sie vielleicht mal überarbeiten. Ich würde mir jetzt nur gerne einen Cappuccino machen, das ist die Sache. Bleibst jetzt hier. Bringst mir einen? Nein, auch nicht. Ach, schade. Ja, da kommt doch schon einer. Er lädt und lädt ein. So geil, wie mein T9 vom Handy GTA immer groß schreibt. So gehört sich das. Ja. Den willst du jetzt so das Handy einladen? Gar nichts. Toll. Ich habe jetzt ja am Anfang ja nur meine Crap-Waffen, ey. Das ist unfair. Du, da liegen welche rum. Okay. Oh, geht ja direkt los. Du wurdest aus dem Deathmatch geworfen, es gab nicht genug Spieler. Mhm. Jo, da ist wahrscheinlich einer. Gespawnt. Oh Mann. Ich hoffe, ich bin Angst jetzt halt nicht in der offenen Tiere. Ding. Das ist mein Geld weg. Ihr seid solche Tiere, ihr habt eine Angst gemacht. Ich glaube auch. Und das ist auch sowas, was wir unbedingt neu überarbeiten müssen, dass wenn man von der geschlossenen Lobby dort reingeht, dass man auch wieder in die geschlossene reinkommen müsste. Ja, ich bin in der offenen. Oh, ins offene spielen. Das ist ja scheiße. Ich will meine 12.000 runter. Ihr könnt ja euch gleich hier passiv setzen, kostet zwar nur $100. Kannst du über den Select-Button da machen. Also ich bin in meiner geschlossenen drin, oder? Nee, ich mache mir dann eine geschlossene auf. Ich habe zu schnell mein Geld eingezahlt. 100.000 habe ich jetzt. Da hat aber einer ein Kopfgeld, den will ich töten. Lohnt sich das mit 100.000 schon ein Apartment zu kaufen oder noch weiter sparen? 80.000. Also für 80 kriegst du das erste, aber das. Fuck, ich habe ein Kopfgeld. Also das für 205, da kriegst du halt dann eins, da hast du gleich 10 Garagenplätze dazu. Und für 80.000, was habe ich da? 2. Wie viel? 3? 2. Hast du dieselbe Bude wie Tidus momentan hat? Wie mache ich denn die Typen stumm, ey? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt dann eine. Macht man auch im Internet, oder? Bist du in demselben Game wie ich bin, Tidus? Nein. Bei mir hat nämlich auch einer Kopfgeld, aber. Geil ist, wenn ihr später hier, ich glaube von Lamar, da könnt ihr Killer auf den ansetzen, der wohl Kopfgeld hat. Spiel öffnen. Ja, also laden wir erstmal ein, dann mache ich das gleich in Ruhe, hol mir mein Apartment. Jo, mach ich. Geschlossene Freundessitzung. Das ganze Gelade nicht immer so lange dauern würde, das ist der einzigste Grund, warum ich auf eine PS4 oder PC-Fassung noch hoffe, ey. Ja, es wird kommen, ist nur die Frage, Mann. Ja, hoffentlich kann man dann auf dem PC vielleicht seinen Account weiterführen, wenn man bei Rockstar das alles angemeldet hat, bei dem Social Club. Könnte sein, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ja, solange es für die PlayStation dann geht.
Sag mal so, von der Steuerung her habe ich ja kein Problem. Das ist mir eigentlich eher wurscht, aber die Ladezeiten, das ist das Einzige. Hast du eine Einladung, Markus? Nee, nee, ich muss ja selber erst aufmachen, es lädt alles gerade noch. Ja, und 1080p und ein bisschen Anti-Aliasing wäre halt schon schön. Ja. Bei allen Anti-Aliasing wäre schön. Ja, aber wobei, grafisch oder so, sage ich mal, da möchte ich nicht meckern. Wenn du weißt, wie GTA 4 drauf ausgesehen hat, da bist du mit dem echt zufrieden, aber die Ladezeiten. Oh. So. Also ich schicke Einladungen raus. Oh Gott. Das wäre auch mal sowas, dass man einen Button hätte, um alle gleich einzuladen. Alles gut. Wow. Möchten wir mich jetzt ziemlich drauf kommen. Okay, Einladungen sind raus. Das ist wieder diesen scheiß Ding, ey. Ja, das scheiß Radiosender. Ich will mich mal umziehen. Ich springe auf Tibors Auto rum. Ey, ey, ey! Wieso hast du da mein Auto? Wieso steht da mein Auto? Wenn es der Audi versteht, ist es Markus 1. Warte, ich komme mal zu euch ins Game. Ich bin jetzt am Reinladen. Weil das hier ein Brief, ne? Elite! Ich bin da! Dein Handy ist dein Freund, ja. Boah, das hat mich beinahe. Du Fixer, ey. Nein! Boah, wie du fasst mich tot. Ich lese schon anstatt rumfahren, Raum. Fahrthafen, ey. Wow. Mein Apartment kaufe ich auch übers Handy, oder? Ja. Jo, du musst aber aufpassen, bei diesem Apartmentkauf, da gibt es glaube ich zweierlei Seiten, weil wenn du auf die Karte gehst bei dieser Seite, da kriegst du das für 80.000 irgendwie nicht angezeigt. Du musst oben drüber auf die Schrift gehen, diese gelbe. Also ich, bei mir war das in der Karte drin. Ja? Ja. Dann kann es sein, dass ich es wahrscheinlich irgendwie immer überflogen hatte, aber beim ersten Mal habe ich es irgendwie da drin nicht gefunden gehabt. Ich hab ihn angeschubst. Ah, das sieht er jetzt ja gar nicht. Nein, das sehe ich nicht. Ich höre es immer. Irgendwas passiert um mich herum, ne? Ja. Ich wusste doch mal, man konnte doch irgendwie nach unten oder... Ah, da durchscrollen geht er. Was für 100.000. Da ist was für 99.000. Wo ist das? Ich will oben in den Hollywood Hills wohnen, ne? Ah. Na ja, das gefällt mir. Anfahrt, Immobilie kaufen. Dann herzlichen Glückwunsch zur ersten Immobilie. Yeah, so, da will ich jetzt aber hinfahren. Das will ich mir jetzt angucken. So, ich fast gar kein Geld mehr. Müsst ihr jetzt deine Immobilie auch schon auf der Karte angezeigt bekommen? Tja, was ist denn hier los? Ja, ich baller ein bisschen. Hier wohnt Tidus. Ich wohne direkt in der Nähe. Du wohnst direkt in der Nähe? Ja, ziemlich in der Nähe. Aha. Hier nur ein Haus angezeigt, oder wohnst du bei ihm vielleicht im selben Haus, nur ein anderes Apartment? Ich weiß ja nicht, wo wohnt er auch in den Hollywood Hills hier oben? Ah ne, Hollywood Hills? Ja, so ziemlich Hollywood Hills, ja. Ah, ja, jetzt sehe ich dein Haus da oben. Okay, dann komme ich mal da oben hin. Ja, ich vermute ja mal, dass die diese Villen, was da oben sind, vielleicht auch noch mit reinmachen als kaufbare Objekte. Aber bei manchen gehen ja die Tore auf, wenn du den fährst. Mhm. Ich glaube, da stehen auch teilweise auch so Schilder davor. Ja, zumindest nice, wenn du so eine Villa irgendwann mal noch kaufen kannst. Na, okay, ist es glaube ich noch in der Stadt vor den Hollywood Hills. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese reichen Gebäude alle innen drin fast gleich aussehen oder sehen zumindest gleich aus. Ja, das ist eine Garage.
Mal einladen, Yeah! Okay, sieht nur ein bisschen Ghetto aus. Obwohl geht, sieht eigentlich ganz normal aus. So Fernsehen, sie duschen und dir das Blut abwaschen. Aber weißt du, Tidus tut neulich angeben mit seinem neuen Fernseher, dann gucke ich bei ihm rein, steht da noch so ein alter Röhre in seiner Bude. Tja, ich habe auch einen Röhrenbildschirm, ja. So kann ich nicht bei ihm klingeln, verdammt. Weil er noch nicht die Einführung abgeschlossen hat. Jetzt er macht ja noch, ich gehe gerade erst in mein Apartment. Sturmklingeln. Klingeln im Apartment. Ey, Markus hat was Gelbes an. Wie lasse ich dich jetzt rein? Ja, du musst zur Tür gehen und dann kannst du mich reinbeten. Lass rein, okay, hab ich. Yay. So richtig die Tür auf. Die Tür öffnet, ey. Servus, Baby, leg dich hin, wir müssen reden. Ach, ja. Zieh dich aus und leg dich hin, ich muss mit dir reden. Lol, Markus, die ist haargenauso wie meine. Die Bude. Ja, ein anderer Ort. Ja, das ist das, was ich meine. Also da hätten sie ruhig, ich meine, es gibt schon nicht viele Objekte, da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen können. Kann man hier machen, Radio. Ist alles verqualmt. Kannst auch mal Markus hereinbeten, kann ich das machen? Ich glaube nicht, es kann nur der Hausherr. Oder die Hausdame. Und ja, wie das verqualmt hier ist, ey. Bilder wie, du hast einen schwarzen Dad? Das ist ein schwarzer Mann. Nelson in Naples. Was mir rein, er will deinen Pisswasservorrat leer saufen. Pamela Dragon, Mitch Dexter. Trink schon. Titus, dein Auto ist ja immer noch so zerbeult. Was hast du gemacht? Ich hatte gerade die Bullen noch am Arsch. Ist mein anderes Auto jetzt automatisch immer in der Garage? Nein, musst du das reinfahren. Nee, der ist automatisch drin. Hast du Strumpfhosen an? Meine glänzen so, ja? Nein, die ist verschwitzt. Ja, ich will mich umziehen. Ich kann hier aber nur die Sachen tragen, die ich schon mal gekauft habe, oder? Ja. Mhm. Titus, hier ist besetzt. Hey! Lass mich doch raus, ich stehe hinter der Tür genau. Ich zieh mal an seiner Bong, mal gucken, ob er guten Shit hat. Er zieht sich um. Ja, Titus, da stehst du wieder als Spanner von dran. Du ziehst dir von hinten rein, ey. Schau ins Fernsehen, Mann, ich setz mich hier. Oh, hier kann man dann duschen gehen. Ja. Wenn du ein Mikro hast, dann kannst du in der Dusche singen, kriegst du 20 EP. Hey, mich hat der Mr. Nate King eingeladen, euch auch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sie duscht ja im Bikini. Ja, habe ich auch schon bemängelt. Im Singleplayer kannst du in die oben ohne Tittenbar gehen und hier ziehen sie im Bikini an. Ihr habt euch vermixt. Ihr habt euch vermixt, Markus, das hast du keine Oberarme, die sind durchsichtig. Gelbes Oberteil und eine Jeans an die Hände. Titus, rauch mal weniger, vielleicht bist du in dem Dunst von dem Zeug. Ey, wie das aussieht, du hast keine Hände. Du sahst aus wie Raymond. Keine Arme, keine Kekse, weißt du doch. Du hast keine Oberarme. Die wäscht sich ja nicht mal die Haare. Sitze. Lol, da oben, da tut die ganze Zeit das Licht so durchbacken durch die Tür. Sieht aus wie so ein Strobo, wenn du bewegst. Jetzt habe ich aber endlich eine Wohnung. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf. This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new Pisswasservorrat leer saufen. Anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver the munitions straight to you. Das gehört in den Kühlschrank. More services will be available in seine Garage hier. So watch this space. Sieht bestimmt aus wie deine. Wahrscheinlich. Aber noch keine Ahnung. Ich kann Munition liefern lassen. Hui. Für $1000. Garage betreten. Lärmern. Ist da was? Wir machen jetzt ein bisschen Spaß. Markus hat immer noch keine Arme. Oh Mann, ey, das ausschaut. Ich hoffe, jetzt am Warten, ich habe, bis ich das Geld von Rockstar hab. Und dann will ich mir mein Ford GT kaufen. Kommt mal mit, ich besorge uns jetzt mal was. Er besorgt uns. Ja, dir ganz bestimmt nicht. So ein Viertürer hier. Außer meinen kaputten. Doch alle selber Autos. Fahr ich bei einem von euch beiden mit.
Warte, ich klaue mir schnell eins. Hallo. Lädt er denn jetzt hier die Garage? Komm, hau mal hin. Kann man in der Garage noch irgendwas anderes machen? Das Internet könnte man ja. Internet. Eine du kannst dir noch ein Garage. Zweites, du kannst dir über diese Internetseite, diese Sport Legendary Seite, kannst du dir diesen gratis Nissan GTR Verschnitt noch holen. Gratis. Kann ich das jetzt machen? Ja, ja. Wird geliefert, dauert dann ungefähr so 3 Minuten, wird direkt in deine Garage geliefert. Und ist direkt vollständig versichert und gechippt. Na, nochmal zurück. Dann nehme ich dabei Henriks Auto. Nein, nein, nein! Oh, er geht auch jetzt. Warum bist du da? Geh in die Garage. Und jetzt geh bitte gleich nicht wieder raus. Ich hol mal was ab, schnell. Ey. Ich seh schon vermackt, sei ruhig. Da kannst nichts mehr kaputt machen. So, welche Seite muss ich da? Diese Legendary Motorsport, glaube ich. Weiß da hole ich mir den mal schnell auf. Ich weiß nicht, in meinem Apartment. Legendary Motorsport. In der zweiten Zeile, der erste vorne, da steht gratis dran. Vorrätig, da gratis. LGBR-Dracht, da muss ich mich mal umgucken. Der Cheetah für 650.000. Das Blöde ist nur, der hat, wenn er geliefert wird, hat er keinen Spoiler hinten drauf. Der muss das draufpacken, dann sieht er wirklich aus wie der Nissan GTR. Ja, das ist soll ich wohnen voll weit weg von Hendrik, ey. Ford ja, GT, ja, der kostet 490.000, ey. Da geht ja mein ganzes Rockstar-Geld und was drauf. Ein scheiß Ford GT. Aber an dem Auto kannst du auch nicht viel machen, außer Farbe und Felge. Ich hab gedacht, du kannst vielleicht noch ein paar Spoiler oder was ranmachen, aber nö. Wo? Ja, Ford bei diesem Ford GT. So, oh, das ist ja schade, dann muss ich ja vielleicht einen anderen. Ich probiere eigentlich immer erst die Fahrzeuge, die ich mir online vielleicht aufrüste, erstmal im Singleplayer aus, was du überhaupt machen kannst bei dem. Ist vielleicht auch schlimmer. Wird demnächst zu ihrer Garage geliefert, okay? Haha, ich wohne am Strand. Nein, nicht ganz. Jetzt in der Garage warten? Klappt das gleich auf? Nee, das dauert 3 Minuten, also du kannst ruhig auch mal raus. Du kriegst dann eine E-Mail von denen oder besser gesagt eine Nachricht, dass das Fahrzeug in deine Garage geliefert wurde. Okay. Du hast ja jetzt auch einen Mechaniker in deinem Handy drin, den kannst du anrufen, dass er dir das Auto bringt. Oh, nice. Du musst allerdings dich an der Straße befinden, also wenn du in der Pampa bist, da funktioniert das nicht immer hundertprozentig. Trink mir nur ein bisschen Bier, bis das Auto da ist. Bin auch gleich oh, welche Farbe nehme ich denn? Ich fahr das Ding gleich eh nochmal einmal zum Tuning, damit ich da gescheite Farben dran machen kann und so. Also wenn du den Nissan zum Tuning bringst, der kostet gut Geld beim Tunen, das sage ich dir. Oh, ich alleine der Spoiler fängt bei 10.000 an. Ja, okay, dann machen wir das später vielleicht nochmal, weil ich habe jetzt nur noch 8.000 oder so. Naja, wir können ja dann noch ein paar Sachen machen, dass wir Geld reinkriegen, also doch kein Ding. So, ich habe noch ein bisschen was besorgt. Ich glaube, den hast du hier noch auch noch nicht gesehen im Spiel. Moment, bist du noch an der Maus? Ich komme raus. Ich habe ein bisschen zu viel Bier getrunken. Nix hält da aus, nix der Kerle. Nee, definitiv nicht.